Mit diesem Video möchte ich so viele Fragen wie möglich versuchen zu beantworten, was denn eine 5B-Wetterlage ist, was das Ganze bedeutet und warum die so gefährlich sein kann. 5B-Wetterlagen haben uns zum Beispiel das Pfingsthochwasser 1999 gebracht, das Elbhochwasser 2002, das große Alpenhochwasser 2002 und 2005 und auch 2013. Und die größte mit Chroniken nachgewiesene 5B-Wetterlage, die es jemals gegeben hat in den letzten 1000 Jahren. Das war die Magdalenenflut von 1342 Ende Juli, wo eine 5B-Wetterlage ungefähr das gebracht hat, was die Wetterkarten neulich mal gezeigt hatten. Und wir können so froh sein, dass das so wahrscheinlich nicht kommt, dass sich das Ganze ein bisschen abgeschwächt und verschoben hat. Die Wetterlage ist nicht weg. Sie hat sich nur ein bisschen verändert. Grüße Sie und grüße euch. Was ist denn eine 5B-Wetterlage? Es gibt alle möglichen Klassifizierungen von Wetterlagen. Mal als Beispiel, wir haben eine Südlage, eine Nordlage, eine Westlage, eine Ostlage. Dann Südwest, Nordwest, Nordost. Kann sich jeder vorstellen. Dann gibt es das Hochmitteleuropa, das Tiefmitteleuropa. Und eine ganz berühmte Wetterlage, die wir auch öfter drin haben, ist ja, die Omega-Lage, auch das ist eine klassifizierte Wetterlage. Und jetzt gibt es aus der Klassifizierung der Wetterlagen ein paar Zugbahnen von Tiefs über Europa, die römische Namen haben. Das sind diese verschiedenen Zugbahnen. Da hätten wir römisch 1, römisch 2, römisch 3, römisch 4 und römisch 5. Das ist zum Beispiel ein Tief, das auf dem Atlantik startet, dann in den Mittelmeerraum zieht und Richtung Osten wandert. Und dann gibt es daraus eine 5B-Wetterlage, römisch 5. Die biegt dann hier ab, zieht über die Adria östlich der Alpen vorbei Richtung Polen. Die muss nicht diese Zugbahn auf dem Atlantik starten. Das reicht auch, wenn das Ganze hier startet. Die Zugbahn hauptsächlich in dieser Schleife ist ausschlaggebend. Und wenn wir da mal reinzoomen mit dieser Zugbahn, jetzt habe ich mal die Tiefs eingezeichnet, wie sie ziehen, dann saugen die auf der einen Seite feucht-kühle Luft vom Nordmeer oder vom Atlantik über Westeuropa und dem westlichen Mitteleuropa nach Süden. Und im Gegenzug wird die Warm- bzw. Heißluft um diese Tiefs herumgeführt und von Norden wieder in dieses System rein. Kann zu jeder Jahreszeit passieren. Im Sommer, das war zum Beispiel 2005 der Fall, das kann man auch nie so genau vorhersagen. Da sind damals beispielsweise durch diese warm-heißen Luftmassen Gewitter mit eingeführt worden und die sind dann gegen die Berge gedonnert und haben unglaublich viel Regen gebracht. Die können auch im Winter sehr viel Schnee bringen und in den Übergangsjahreszeiten, so wie wir uns jetzt im Herbst befinden, Regen und Schnee. Dann gehen wir noch mal ein Stück weiter rein. Jetzt haben wir hier, ich habe das mal als Mauern dargestellt, einmal die Alpen. Dann haben wir den Böhmerwald und das Mühl- und Waldviertel, den Thüringer Wald, das Erzgebirge, das Riesengebirge. Das sind wie so Barrieren. Und wenn die Luft aus den nördlichen Richtungen kommt, was sie bei einer 5B-Wetterlage größtenteils tut, in der Höhe, da sind natürlich Nordwestkomponenten drin, Nordostkomponenten, dann ballert das alles gegen die Berge. Wenn diese 5B-Wetterlage zum Beispiel hier ist, was neulich berechnet wurde, dann kommt der ganze Wasserklotz und die ganze Strömung gegen die Alpen gedonnert und das staut sich ganz weit zurück. Dann gibt es die Variante, dass das Ganze im Erz- und Riesengebirge ist, die Variante, dass es nur im Erzgebirge ist und in den östlichen Mittelgebirgen, Erinnerungen an 2002 Werdenbach, oder so, dass Erz- und Riesengebirge sowie Mühl- und Waldviertel und die Ostalpen beschüttet werden mit Regen und Schnee. Und das ist jetzt der Fall. Die ursprüngliche Berechnung war so und jetzt hat sich das nach Osten zurückgezogen. Und dadurch, dass da dann wieder andere Faktoren mit reinspielen, was den Stau angeht, sind die Niederschlagssummen eben nicht ganz so extrem wie noch vor ein paar Tagen berechnet für Mitteleuropa. Die sind nicht weg. Die Wetterlage ist noch da. Und auch wenn die Ensembles mal nach unten gehen, die können ganz schnell wieder nach oben gehen. Dadurch, dass das Ganze nach von Westen nach Osten geschoben wird, liegt daran, dass das Hoch zum Beispiel ein bisschen anders liegt und da ein bisschen Schwung reinkommt. Schauen wir uns die aktuellen Niederschlagsvorhersagen an vom europäischen ECMWF-Modell in den nächsten 10 Tagen.
Das ist nicht wenig, was da in Deutschland runterkommt, aber es ist nicht so relevant, dass ein großes Hochwasser kommt. Nichtsdestotrotz sind 30 bis 80 Liter auf den Quadratmeter schon einiges. Und ausgehend vom Schweizer Mittelland über den Südosten Deutschlands bis dann in die Lausitz, da kommen 100 bis fast 200 Liter Niederschlag runter. Da wird es definitiv Hochwasser geben. Und richtig dramatisch ist es nach wie vor in den Ostalpen, hier von Salzburg über Oberösterreich, Niederösterreich, nach Böhmen rein bis ins Riesengebirge mit großen Niederschlagssummen. Wir haben im Flachland ein bisschen Glück, aus den Alpen herauskommend, die ganzen Flüsse, Glück deshalb, weil die Schneefallgrenze sehr, sehr niedrig ist. Wenn die bis knapp 1000 Meter Höhe runterkommt, bleibt das Wasser gebunden und kommt nicht sofort runter. Das wäre schlimmer, wenn die Schneefallgrenze bei 2500 oder 3000 Meter Höhe wäre. Dann kommt alles sofort runter und so ist das Ganze eben gebunden. Das amerikanische GFS-Modell bläst das fast ab, macht allerdings trotzdem im Stau der Alpen bis ins Riesengebirge rein die größten Niederschläge und dann noch weiter aus Mitteleuropa fast raus. Das ist hier übrigens noch alles Mitteleuropa. Osteuropa beginnt weiter östlich, da hat sich das Tief weiter nach Osten verschoben. Und was an Schnee übrig geblieben ist, nach den derzeitigen Berechnungen, finden wir hier. Die Gitterpunkte bekommen einen halben Meter bis einen Meter Schnee. Auch hier ist im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen die Kuh vom Eis. Dieser Schnee ist verkraftbar auch für viele Bäume. Ein bis zwei Meter oder gar drei Meter wäre zu viel des Guten gewesen, auch wegen der Lawinengefahr. Das ist im Bereich dessen, was es um diese Jahreszeit auch mal geben darf. Das wird zwar auch Schäden geben und es kann auch Lawinenabgänge geben, aber alles nicht in dieser großen Dramatik. Schauen wir uns mal die Wetterlage an nach dem amerikanischen Modell für den Samstag mit dem Hauptlauf. Hier haben wir dieses Tief liegen. Das Höhentief ist hier, das Bodentief ist da und da sehen wir diese Strömung. Und um dieses Tief herum, da haben wir das, wird die Warmluft geführt. Das war alles ein bisschen weiter im Westen berechnet. Wenn die Kaltluft bei uns liegt und die Warmluft gleitet auf, müssen wir uns so vorstellen, dieser volle nasse Sack an warm feuchter Luft wird auf die feucht-kalte Luft draufgeschoben, an den Bergen gestaut und ausgepresst. Das findet jetzt so nicht statt. Aber die kühle Luft geht zum Beispiel weit bis nach Nordafrika runter. Und jetzt zeichnen wir hier mal den Kern des Tiefs ein. Warum das amerikanische Modell niedrigere Niederschlagssummen hat als das europäische Modell? Da legen wir jetzt die europäische Modellkarte drauf. Da liegt das Tief ein bisschen weiter an der Adria, also nur ein kleines Stück weiter im Westen. Und das macht diese enormen Niederschlagsveränderungen aus. Und wenn das noch mal ein Stückchen weiter im Westen liegen würde, dann sind wir wieder mittendrin. Das ist noch alles nicht sicher. Gehen wir hier nochmal auf die Temperaturen ein. Auch in 1500 Meter Höhe wird hier die Warmluft oder Heißluft nochmal rumgeführt. Und das Mittel der Berechnungen zeigt das Höhentief hier und das Bodentief weiter im Osten. Hier ist Osteuropa. Das ist Mitteleuropa. Polen ist nicht Osteuropa. Polen ist Mitteleuropa, ebenso wie Tschechien, die Slowakei und auch Ungarn. Die gemittelte Karte, was hier die Temperaturen angeht, auch nochmal alles gleich. Jetzt gehen wir mal auf die Ensembles ein. Oberwiesenthal. Jetzt ist wieder der Unterschied da. Ihr habt eben gesehen, dieses eine Tief, das war nur ganz, ganz, ganz marginale Veränderung. Hier haben wir die Linie aus dem langjährigen Mittel, die rote Linie aus 1500 Meter Höhe, das Klimamittel und die weiße Linie, das Mittel aller Berechnungen. Und der Niederschlagsblock ist hier sehr stark reduziert worden. Der Hauptlauf in hellgrün gehört jetzt auch noch zu einzelnen Ausreißern. Da sind aber ein paar andere dabei, die gehen deutlich nach oben. Jetzt zeigt das europäische ECMWF-Modell alles weiter westlich und das macht sich in den Niederschlagsvorhersagen sofort bemerkbar in den Ensembles. Schaut mal. Da ist das noch alles drin und zwar richtig massiv. Und der Hauptlauf hier, der ja eh mehr Regen gebracht hat als vom amerikanischen Modell, ist dann noch sehr konservativ. Das heißt, 100 Kilometer Unterschied von der Tieflage macht so viel aus und der Wasserblock ist sofort wieder da. Würde das so kommen, wie es hier die Einzelläufe zeigen, wäre da ruckzuck aus dem Erzgebirge eine Flut da, die langsam sich abschwächen würde. Das Ganze für Kufstein. Hier ist zum Beispiel das amerikanische Modell mit hohen Niederschlagssummen dabei. Da wird der Inn schön braun und reißend werden, aber jetzt auch nicht so dramatisch. Der ist den ganzen Sommer über übrigens teilweise sehr braun gewesen, immer noch durch die starke Gletscherschmelze im Tiroler Oberland. Und die Temperaturen gehen hier zurück, dann nach oben, hinten lassen die Niederschlagssignale nach. Und das europäische ECMWF-Modell haut nach wie vor voll rein. Der Hauptlauf in hellgrün zeigt wenige Niederschlagssummen. Das Mittel aller Berechnungen zeigt einen großen Block an Niederschlagssummen und schwupp, da hätten wir wieder katastrophale Auswirkungen, was die Niederschläge angeht.
Deshalb diese kleinen und feinen Unterschiede. Wir gehen noch mal kurz zum Brenner. Das ist wichtig für alle Auto- und Brummifahrer oder auch für Motorradfahrer. Jetzt bin ich auch angeschrieben worden, wir machen eine Motorradreise. Wann sollen wir denn fahren oder wann sollen wir was meiden? Hier die Niederschläge nach dem amerikanischen Modell und das europäische Modell verlängert das deutlich. Auch hier ist der Unterschied erkennbar. Wichtig sind aber vom konservativen amerikanischen Modell die Schneeensembles. Da ist der 12., 13., 14., 12. Donnerstag. Der beginnt ja um 0 Uhr. Das heißt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnt es hier zu schneien, und zwar kräftig zu schneien. Und das Ganze hört im Laufe des Samstags auf und ab Sonntag ist dann Ruhe. Die Autobahnen sind dann geräumt und frei, aber die höher gelegenen Pässe, wenn man zum Beispiel, wie heißt jetzt der Pass, der neben dem Brenner ist, mir fällt der gerade nicht ein, der ist auf jeden Fall 1900 Meter hoch, bitte nicht fahren. Da ist viel zu viel Schnee. Und wegen der Frage, wegen Winterreifen, wenn man so fahren muss, dass man durch die Hochlagen der Alpen fährt, ja, da muss man die Winterreifen draufziehen, aber ansonsten nicht, dann fährt man halt mal 2 Tage da nicht durch die Alpen durch oder wartet das Ganze ab. Also hier kommt definitiv Schnee. Es wird Schneeglätte geben, es wird Eisglätte geben, es wird überfrierende Nässe geben, denn die 0-Grad-Grenze geht auf unter 1500 Meter Höhe runter. Vor allen Dingen inneralpin. Kommen wir kurz noch zur gemittelten Wetterlage hier für den 25. September. Und so ein bisschen ist da dann auch das Altweibersommer hoch drin. Es beruhigt sich alles. Temperaturen sind im langjährigen Mittel zwischen 5 und 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Und da ist dann relativ alles gut. Jetzt habe ich noch 2 Ensembles, dass wir die restlichen Regionen nicht vergessen. Wir gehen noch einmal nach Dortmund. Hier ist es die nächsten Tage wechselhaft mit Schauern und teilweise Gewittern und sehr kühlen Temperaturen. Dann erholt sich das Ganze wieder auf Normalniveau. Ab und zu sind ein paar Niederschlagssignale dabei. Das europäische ECMWF-Modell ist da ein bisschen niederschlagsaffiner. Vor allen Dingen in gut einer Woche wird es dann noch mal Regen bringen, hinten raus ein bisschen trockener. Und zu guter Letzt der Blick nach Lazise an den Gardasee. Hier ist es die nächsten Tage auch ziemlich kühl und regnerisch. Und auch auf den Bergen rund um den Gardasee wird es kurz anzuckern. Auch beim europäischen Modell und hinten raus erholt sich das von den Temperaturen wieder. Das amerikanische Modell ist relativ trocken hinten raus. Das europäische Modell ein bisschen nasser. Bis morgen.